Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der letzte Fall natürlich mal wieder. Und unser SK Sturm hat natürlich mal wieder ein Bundesligaspiel vor der Brust. Es geht am morgigen Sonntag zu Hause gegen die WSG Wattens aus Tirol. Der Aufsteiger ist also zu Gast in Liebenau. Und natürlich gibt es ehrlicherweise nicht gerade viel, was uns da Mut macht in erster Linie für dieses Duell gegen den sehr motivierten Aufsteiger. Zuletzt Wattens auswärts ein 1:1 beim LASK, zugegeben der LASK. Sehr viel rotiert, aber trotzdem jetzt nicht schwach gespielt. Also die Tiroler sind definitiv konkurrenzfähig in der noch jungen Bundesliga-Saison. Man sieht es auch anhand der noch sehr jungen Tabelle. Nur ein Punkt sind die Tiroler hinter unseren Blackies aktuell vorzufinden. Wir zuletzt natürlich nach dem 0:1 gegen Rapid, aber noch viel schlimmer nach den wirklich zuletzt sehr, sehr dürftigen Leistungen auf dem Platz. Ja, mit Aufholbedarf würde ich sagen. Nicht nur was die Punkte angeht, sondern eben auch, ja, was generell das Auftreten auf dem Platz anbelangt. Also da muss auf jeden Fall mehr kommen bei den Jungs. Ich will keine 45 und schon gar keine 90 Minuten hinten tief reinstellen haben. Also da muss, glaube ich, definitiv was kommen, denn die Tiroler sind laut einer Statistik die zweitgefährlichste Mannschaft von den Toren her im ersten Durchgang nach Salzburg. Also gerade da gilt es brennend aufzupassen. Und ja, da muss man auf jeden Fall schauen, dass man sich als SK Sturm da nicht im eigenen Stadion dann, ja, auskommt, dann vorführen lässt, was auch immer, auf jeden Fall, dass man da gegen Tirol selber das Heft des Handelns in die Hand nimmt und eben selber versucht, ja, konkret vor das gegnerische Tor zu kommen und natürlich auch dem Gegner nicht so viele Freiräume zu bieten. Was ist sonst noch Relevantes zu dieser Partie? Zunächst mal sieht es personell wieder ein bisschen besser aus. Thorsten Röcher fehlt zwar immer noch, aber dafür ist Stefan Hierländer wieder zurück. Also der Captain ist wieder an Bord und vielleicht sogar schon Thema für die Startelf gegen die Tiroler. Würde auf jeden Fall Sinn machen, ihn einzusetzen. Allein schon von der Mentalität, weil eigentlich schon Hierländer für mich einer dieser Typen ist, wo ich schon das Gefühl habe, okay, der will eigentlich immer. Ob er dann die Mitspieler dementsprechend motivieren kann, ist eine andere Geschichte. Aber ja, ich glaube, mit Hierländer ist Sturm sicher stärker als ohne ihn. Also da schauen wir einfach mal, was die Aufstellung so hergibt. Einer, der nicht mehr zur Verfügung stehen wird, das habt ihr natürlich alle mitbekommen, schon vor ein paar Tagen der Wechsel, ist Emeka Friday Ace. Der hat Sturm nämlich verlassen. Zunächst mal leihweise in die Türkei zu Adanaspor. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. In die türkische Super League, also in die höchste Spielklasse. Und ja, schon trotzdem ein Transfer. Auf der einen Seite nachvollziehbar, auf der anderen Seite, ja, ärgert es mich trotzdem irgendwo. Weil ich mir persönlich denke, wir haben andere Kandidaten auf dieser Position, die ich vorher abgegeben hätte, ganz im Ernst. Und bei Esebe steht für den türkischen Erstligisten auch noch eine Kaufoption. Wie hoch diese ist, weiß man nicht, wurde so nicht nach außen bekannt gegeben. Aber ich gehe davon aus einfach mal, dass sie überschaubar sein wird. Der Marktwert von Esebe auf transfermarkt.at liegt jetzt bei knapp 700.000. Man muss aber natürlich auch sagen, dass ja gerade nach seiner Verletzung 2018, damals gegen Rapid übrigens, sein Wadenbeinbruch, dass Seda nie mehr so ganz der Alte wurde und dann auch noch nach dem Abgang vor einiger Zeit von Edom Wonschi eben zur Wiener Austria, also da hat man schon auch gemerkt, so ganz, ja, hat es dann nicht mehr geflutscht bei Ese und Sturm. Der wäre ja eigentlich einer dieser Kultspieler gewesen. Natürlich auch unvergessen seine Leistungen im Cup-Halbfinale gegen Rapid unter anderem. Also war eigentlich einer der beliebtesten Spieler insgesamt trotzdem, aber er hat die Leistungen zuletzt schon nicht mehr gebracht. Was ich eben schade an dem Ganzen finde, nicht die Laie selber, die ist für mich sogar ein Stück weit noch nachvollziehbar. Ich hätte zwar den einen oder anderen dafür vorher abgegeben, aber wenn schon Ese, dann hätte ich die Kaufoption einfach rausgelassen. Er hat ja noch Vertrag bis 2021. Also, naja, mal schauen. Das Problem ist halt, wenn er dort nochmal aufgeht, ja, dann könnte Sturm finanziell wieder so ein bisschen durch die Finger schauen. Also, und Ese ist ja trotzdem erst 22, der Nigerianer, also da ist noch Luft nach oben, auch jetzt in der menschlichen Entwicklung. Ich glaube, mit 22 sind die wenigsten jetzt schon auch vom Kopf komplett ausgereift, sage ich mal. Also von dem her hätte ich ihm trotzdem nochmal eine Chance bei Sturm gegeben. Aber ja, mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Und wenn es wirklich in der Türkei aufblühen sollte, ja, dann hoffe ich und bete ich einfach mal, dass die Ablöse vernünftig ist, dass Sturm eben auch was davon hat. Übrigens, ganz vergessen zu erwähnen, Obermeier ist ja auch schon weg, wisst ihr natürlich auch schon längst, aber der ja, fällt jetzt nicht so ins Gewicht, war ja sowieso kaum Thema in der ersten Mannschaft, also
von den Einsätzen der Bundesliga her von dem verschmerzbar. Ist ja schon 2 Wochen, glaube ich, ungefähr her. Ist so ein bisschen unter den Teppich gekommen bei mir. Aber ja, wie gesagt, ohne Essien muss es halt dann weitergehen. War ja zuletzt auch nicht wirklich Thema für die Startelf, muss man auch sagen. Ein Einsatz in der Bundesliga, in der Europa League Quali, glaube ich, hat er auch noch einen. Und im Cup, also das ja, war sowieso bis jetzt noch nicht seine Saison. Also von dem her, schauen wir einfach mal, was das morgige Spiel schon bringt oder so bringt. Und ich würde sagen, ihr schreibt natürlich noch gerne in die Kommentare, was ihr zur morgigen Partie sagt. Rehabilitieren wir uns für die schwachen Leistungen und die schwachen Ergebnisse zuletzt? Oder gibt es wieder eine auf den Deckel? Ich bin auf eure Meinungen sehr gespannt. Und natürlich die Videos, wenn es euch gefällt. Liken, teilen, abonnieren, die Glocke aktivieren, damit ihr auch weiterhin nichts verpasst. Von dem her war es das dann auch schon wieder von mir. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei TheLandsTV. In diesem Sinne, euer Elias. Auf die Schwarzen, Gämmerburschen, zusammenreißen! Bah, da springt die Spucke raus. Und bis dann. Ciao, ciao.